Vergesst alles, was ihr bisher über Speedleveln gesehen oder gehört habt. Ich zeige euch jetzt eine Methode tatsächlich, wie ihr wirklich, wirklich massig an Erfahrungspunkten bekommt und das Sekundenschnelle. Nicht nur Sekundenschnelle, sondern Millisekundenschnelle. Ihr seht es hier im Hintergrund, hier habe ich einfach mal 6 Kochtöpfe aufgebaut. Ich bin hier in meiner Base, wo ich mich darauf konzentriert habe, Beeren anzupflanzen. Wenn wir jetzt mal an einen so einen Kochtopf rangehen und auf Beeren, dann seht ihr, wir haben 157.342 Beeren. Und ihr wisst selber, Beeren kochen geht mega schnell und ihr wisst, eine Beere kochen bringt 2 Erfahrungspunkte. Wenn wir das Ganze jetzt einfach mal 6-mal hier reinballern, ja, dann bekommen wir halt eigentlich rein theoretisch 12 Erfahrungspunkte alle 0, weiß ich wie viele Sekunden. Was machen wir? Also, wir packen, damit das auch funktioniert und auch sehr zügig geht, packen wir unsere Jormuntide Ignis hier rein, gehen an die Kochtöpfe und wir ballern jetzt richtig Beeren. Maximum gestartet, Beeren, Maximum gestartet, nächster Kochtopf. Maximum gestartet und hier rein Maximum gestartet. So, dann müssen die Jormuntide Ignis einfach nur noch an den Kochtopf rangehen und sie müssen die Beeren einfach nur anfangen zu braten. Und ihr seht, wie unsere Erfahrungspunkte hochknallen. Das bekommt ihr mit keinem Monster-Killen hin. Ihr könnt natürlich die Boss-Türme machen. Da bekommt ihr tausende von Erfahrungspunkten. Gar keine Frage. Aber seht, wir sind bei 1300 Erfahrungspunkten. So, ihr kriegt Grisbold nicht so schnell gekillt, wie ihr hier die Erfahrungspunkte generiert. Das ist absoluter Wahnsinn. Ihr müsst ja nicht nur bedenken, oh ja, Grisbold lege ich aber in 3 Sekunden. Das ist richtig. Aber ihr müsst dazu hinfliegen, ihr müsst den Turm aktivieren, ihr habt Ladezeiten, ihr geht rein in den Kampf. Ihr müsst die Sequenz überspringen, ihr tötet den und geht wieder raus und fliegt zum nächsten Boss. Natürlich könnt ihr das alles per Schnellreise machen, ja, aber ihr kriegt das nicht so schnell hin. Und ihr seht hier einfach, wie schnell sie, was macht er hier? Er geht hier erstmal schön hier in eine heiße Quelle, gut, aber trotzdem grillen hier immer noch weitere Jormuntides und die Beeren. Ihr seht, 3000. Während ich hier quatsche, haben wir halt einfach schon 2.000, 3.000 Erfahrungspunkte generiert und sie steigen halt einfach immer noch weiter. Ihr könnt es ja eigentlich rein theoretisch mal auszählen. Es sind 9.999 Beeren. Das rechnet ihr einfach mal 2. Wir machen es einfach auf 10.000, damit es halt eine schöne Zahl ist. Das sind halt 20.000 Erfahrungspunkte. 20.000 mal 6, so sind wir bei 120.000 Erfahrungspunkte. Ganz einfach. 120.000 Erfahrungspunkte und das einfach nur beim Rumstehen und Rumgucken und einfach dabei zusehen. In der Zwischenzeit haben wir die 4000er Marke geknackt. Wenn ihr das, ihr könnt das mit 15, wenn ihr genug Jormuntide Ignis habt, ballert euch hier komplett 15 Dinger hin und knallt die Dinger voll, startet die Beeren und seht einfach zu, wie eure Erfahrungspunkte ins Bodenlose steigen. Also, wenn das nicht einer der besten Wege ist, um richtig massivst schnell Erfahrungspunkte zu grinden, dann weiß ich auch nicht, Leute. Ihr könnt natürlich auch losziehen, ihr könnt Pals fangen. Das ist alles wirklich sehr gute Methoden, um Erfahrungspunkte zu grinden. Aber wenn ihr die Erfahrungspunkte sofort jetzt auf einen Schlag wirklich haben wollt, ja, dann macht das so, wie ich es gerade euch gezeigt habe. Ich bin Stufe 47, ihr seht's. Und ich mache das mit dieser Methode und das funktioniert für mich persönlich mit am besten. Ihr könnt natürlich anstatt die Kochtöpfe, könnt ihr denn die großen Küchen benutzen, wenn ihr denn schon das entsprechende Level dafür habt. Aber die Kochtöpfe eignen sich ganz gut dafür und so generiert ihr Erfahrungspunkte. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Hab jetzt inzwischen 4,5 Minuten gequatscht, fast 5 Minuten. Bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt super gerne mit einem Daumen nach oben am Start. Vielleicht sogar ein Abo. Dann verpasst ihr kein Content mehr, was Palworld angeht. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und sagt bis dahin, tschüss.